Oder mache ich das? Von oben, von Uster hier durch, nach unten und unten, also bei Rittersheim, bei der Leiste unten, noch einen Bahnhof, dann U nach Nordwalde. Könnte man durchaus machen. Dort haben wir den Busbahnhof auch noch in der Nähe. Also eine Busroute ist halbwegs einfach zu implementieren. Dann setze ich den hier. Dann mache ich Zeitreise. Und zwar dann pausiere ich das Spiel. So, da wird ganz viel im Hintergrund geladen. Jetzt habe ich weitere Möglichkeiten hier. Was hatten wir noch nicht? So, besser hinsitzen. Was ist das für eine Durchfahrt? Nein, der passt mir nicht. Das kann jetzt ein wenig dauern, weil es ein sehr großer Bahnhof ist. Ich muss den mal kurz einfach platzieren, zum sehen, was der alles hat. Machen wir auf Gleise. Also das ist ein riesiger Bahnhof. Natürlich könnten wir auch nur die hier oben benutzen, aber wäre eigentlich schade. Aber dieser Ort hat einfach nicht. Diesen würde ich dann eher mal, na, richtig drehen, die Karte. Bei Dorst haben wir eher noch die Kapazität für den Bahnhof, dass wir die beiden dann tauschen. Auch wenn wir den eigentlich auch nicht hier. Ich schaue jetzt einfach mal gerade über die Map, wo es am ehesten noch Sinn machen könnte. Also den sowieso nicht. Den auch nicht. Was haben wir hier unten? Höchstens noch, wenn wir irgendwo nach hinten bauen. Ja, viel haben wir auch nicht mehr zum Erschließen. Er ist dann sowieso noch die Zahnradbahn am Bauen.
Die haben mir gesagt, nicht. Das eigentlich auch nicht. Die wären noch interessant für das Projekt. Und der, wie sieht der aus? Mal schauen. Okay, das ist eher auf der simplen Seite. Aber da brauche ich. Kann ich den gerade wieder abreißen und die demolieren? Will ich noch mal schauen. Ach so, könnte man das auch bauen. Das sieht aber mehr für Hochgeschwindigkeitsstraßen aus. Überzeugt mich momentan nicht. Es sieht geil aus, ja. Ach, hier haben wir jetzt keine. Gut. Dann würde ich eher so den breiten noch nehmen. Mal Gleise. Da muss es nicht so viel berechnen. Dann gehen wir wieder zu unserem Bauort. Also den haben wir gesagt, nein. Aber dann mache ich doch hier weiter hinten das V. Und dann würde ich hier sogar noch den modernen hinsetzen, den wir vorhin gesehen haben. Und der könnte hier noch so ein wenig S-Kurven. Nee, das würde mir weniger passen. Hier ist ziemlich eine Berg- und Talfahrt. Ja, dann fährt er von dieser Seite ein. Hier noch ein, zwei kleine. Hier noch einen kleinen. Hier den Kopfbahnhof. Hier durch. Gut. Jetzt habe ich einen Plan. Ich setze den größeren Bahnhof mit dem geschwungenen Dach hier oben hin als vierspurigen Bahnhof. Jetzt muss ich hier ein wenig Stadtentwicklung wieder zunichte machen. Na, doch.
Jetzt einfach noch hier. Nein, komm. Come on, PC, nicht schlapp machen. Okay, da muss ich doch noch mehr dem Erdboden gleich machen. Passt das ungefähr? Nö. Wieso sollte es passen beim ersten Mal? So. Gleise. Jetzt müssen all die Brücken auch noch geladen werden. Nee, die passt mir nicht. Haben wir nicht ein wenig dezentere? Ja, die hier. Hier noch raus. Meno, da habe ich jetzt die Brücke noch vergessen auszusuchen. Dann setzen wir das hier hin. Dann war es die mit genau dem leicht gelben Touch oder beigen. Ob wir. Ja, das werden wir jetzt sehen. Steigung zu groß, ja. So, machen hier mit einer Aufschüttung. Nee, das sieht doof aus. Dann machen wir hier wieder dieselbe Brücke. So, da haben wir das auch schon beinahe erreicht, was wir wollten. Vielleicht können wir hier an die alte Brücke anschließen. So, Teil der alten Strecke bleibt bestehen. Passt doch wunderbar so. Da haben wir das hier als historisches Denkmal. Straßen. Stadt.
Vierspurig. Können wir nehmen. Setzen es bis nach hier. Hier einfach mal ein Stück geradeaus. So. Gut, dann haben wir hier schon einmal die Straße. Dann ist die Ortschaft verbunden. Jetzt muss ich schauen, wie ich runterkomme mit der Strecke. Wieder die gleiche Brücke. Dann Bahnhöfe. Wir haben hier doch so moderne Konstruktionen. Ja, die könnte man verwenden. Hochgeschwindigkeit 240. Machen wir schon die breite Straße. Dann dieses Stück demolieren. Dann hier. Das wäre okay. So, noch die richtige Version aussuchen. Die kann demoliert werden. Nehme ich vierspurig? Ich nehme vierspurig. Nein. Nicht nach unten, sondern nach oben. Das sieht einfach grässlich aus mit dieser Art von Brücke. Das geht einfach nicht, nein. Das geht wirklich nicht. Dann lieber so. Diese Überschneidungen hasse ich auch. Aber geht jetzt nicht anders.
140 ist schon sehr kurz. Könnten wir hier einsetzen? So, das passt. Und jetzt noch ein Kopfbahnhof. Nehmen wir den hier. 240 müsste gehen, weil mehr als 180 können wir sowieso nicht. Dann setzen wir den so. Dann müsste noch von den anderen Typen. Müssen wir hier. Dann hier rein. Ja, das geht, das geht. Jetzt machen wir zuerst mal den Straßen, wollte ich schon sagen, den Schienenanschluss, damit wir diesen auf sicher haben. So, passt. Dann hier durch. Nein, dieses Gleis bitte. Dann hier bis zur Barriere. Und von dort aus die Abtrennung, weil das ist ja nicht genau aneinander, sondern ein wenig auseinander. Deshalb ab hier schon die Trennung. Dann hier. Mit 90. So. Nein, hier machen wir keinen mehr. Hier müssen wir diese Konstruktion neu planen im Anschluss und dieses Hauseck muss auch weichen. So. So sieht es ein wenig sanfter aus. Ich mache noch bis zur Barriere fort.
Ja, dann sieht es auch nochmals ein gutes Stück besser aus. Dann machen wir die zweite Schiene noch. Ja, so. Na, komm. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Größer, stärker, besser. Da ebne ich mal ein wenig ein. So. Was das? Ja, komm. Ist ja Bahnhofsvorfeld. Das muss nicht so perfekt jetzt sein. Gut. Dann machen wir hier noch so eine Kreuzweiche. Na, wie will jetzt? Das müsste doch gerade noch knapp gehen, meinte ich. Doch nicht. Dann mache ich hier noch, hier vorne. Wenn es dort nicht geht, dann muss man umentscheiden und es an einer anderen Stelle probieren.